So, Glückwunsch an die Pokalsieger vom Bramfelder SV. Danke. Daniel, der Mannschaftskapitän, und Tobias, der Coach, sind natürlich glücklich und halten den Pokal in der Hand. Da steht noch drauf BG West, das war vom letzten Jahr. Aber dieses Jahr wird dann der Bramfelder SV dort verewigt. Einmal an Daniel die Frage. Das war am Ende deutlich, aber zwischenzeitlich sah das ja nicht so aus, als wenn ihr da ungefährdet zum Pokalerfolg kommt. Ja, war uns schon von vornherein klar, dass es ein enges Spiel wird. Wir haben uns im Halbfinale auch schon ein bisschen schwer getan, muss man sagen. Aber ich glaube, wir haben zum richtigen Zeitpunkt auch das beste Spiel abgerufen, würde der Coach, glaube ich, auch sagen. Und ich bin einfach nur zufrieden, dass wir eine gute Mannschaftsleistung heute gezeigt haben und ich glaube auch verdient dann gewonnen haben. Ich frage mal den Coach, du machst das ja noch gar nicht so lange mit den Jungs zusammen und so viel Zeit hat die auch nicht. Mit was für einem Konzept bist du denn heute ins Spiel gegangen? Ich habe eigentlich nur darauf aufgebaut, was die Jungs können und was sie aus irgendwelchen Gründen in den letzten Spielen nicht so ganz aufs Parkett bekommen haben. Ich glaube, vielleicht wieder ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, weil die Jungs können alle gut Basketball spielen. Und ich glaube, am Ende hat er halt den Unterschied gemacht, dass wir endlich mal an unsere Leistungsgrenze gegangen sind, die Defense gespielt haben, die wir auch wirklich gut spielen können. Und ich kann eigentlich nur jedem Einzelnen von meinem Team gratulieren, dass sie heute echt so ein gutes Spiel abgeliefert haben. Und das, was der Captain mir schon sagt, genau zum richtigen Zeitpunkt wirklich das beste Spiel gezeigt hat, was ich auch nach langem gesehen habe. Was sagt ihr zu euren Gegnern, zur BG West, Daniel? Wie hast du die gesehen heute? Ja, also es war ja schon ein ganz enges Spiel. Bis zum dritten Viertel, glaube ich, waren wir immer nur mit wenig Punkten vorne. Und am Ende, es war ein bisschen wie im Halbfinale, da haben wir dann am Ende dann doch noch mal ein bisschen Gas gegeben. Da war es, glaube ich, auch verdient. Tobias, du hast das letzte Wort. Ja, starker Gegner. Mein Ziel ist, ich denke schon an das nächste Spiel, ich spiele dann nochmal gegen BG West in der Liga und das möchte ich auf jeden Fall auch gewinnen. Ich möchte natürlich alle Spiele gewinnen. Toller Gegner, starker Gegner. In der Liga kann es auch wieder was ganz anderes sein. Da können wir auch wieder ein bisschen älter aussehen als heute. Aber unser Ziel muss es sein, jede Woche so eine Leistung aufs Parkett zu bringen wie heute. Dann, glaube ich, können wir jeden Gegner gewinnen, egal wen, egal ob das Regionalliga oder wen. Schaffen wir. Danke. Bitte.